Winter wird es draußen. Einstimmende Gedichte auf die Weihnachtszeit von Rudolf Bettermann und Herbert Guttenbrunner. Weihnacht, Weihnacht, seit dem Morgen schneit es draußen. Ein weißer Teppich legt sich über Wiesen, Wälder und Wege. Weihnachtswunderwald mit schneebedeckten Bäumen und Sträuchern. Keine Vogelstimmen erfreuen. Stille breitet sich aus, im Wald und auf dem Land. Weihnacht, das Fest, Erinnerungen, Kindheitserinnerung. An das Christkind, den Christbaum, inmitten der versammelten Familie. Geborgenheit, Erzählungen, Geschenke. Freude erfüllt das Herz. Weihnacht, seit dem Morgen schneit es draußen. Weihnachtssonnenschein. Weihnachtssonnenschein, seit dem Morgen scheint die Sonne, lieblich wärmend mit ihren Strahlen, in das frosterstarrte Tal. Weihnachtssonnenschein wärmt in die Herzen aller Menschen, um sich zu freuen auf dich, das Jesukind. Weihnachtszeit. Die Weihnachtszeit ist doch die schönste Zeit im Jahr. Wenn leise der Schnee vom Himmel fällt, Frost und Eis das Land erstarren, die Sonne lieblich scheint, die Dunkelheit besinnt, wenn Gottes Sohn, das Jesukind, mit seinem hellen Schein der Welt die frohe Weihnachtsbotschaft bringt. Weihnachtspoesie, sie gehört dazu, zum schönsten Fest im Jahr. Sie spricht aus Schriften, sie schaut aus Bildern, sie klingt aus Liedern. So gehe ich in den Winterwald und horch der Stille, und sie ist mir nahe, die Weihnachtspoesie. Rorate, Rorate, draußen ist es finster, draußen ist es kalt, draußen liegt schon Schnee. Es ist Advent, es ist Rorate. Hingehen, annehmen, ankommen, Kerzenlaternen auf den Kirchenbänken, Chorgesang, Bläser, Orgelmusik. Den Segen für den Tag holen. Guten Morgen, Rorate. Draußen ist es finster. Draußen ist es kalt. Draußen liegt schon Schnee. Es ist Advent. Es ist Rorate. Rorate, Svitna, Rorate, Rorate, Celi de Supra, die zum Licht hinführende heilige Frühmorgenmesse im Advent. Der langen Nacht folgt ein kurzer Tag, der Finsternis folgt ein neues Licht. So gehe ich in den Morgen, die Kirchenglocken läuten, Rorate.
heiliger Christabend. Leise fallen draußen vor dem Fenster die Schneeflocken. Still legt sich die Dunkelheit über das tief verschneite Land. Ruhig leuchtet der Kerzenschein in der Stube. Zur Ruhe kommt der Tag. Der heilige Christabend ist da. Der schönste Abend im Jahr. Das Christkind. Das Christkind kommt vom Himmel. Das Christkind kann man nicht fangen. Das Christkind ist schneller als der Wind. Das Christkind kann man nur mit dem Herzen spüren. Dann, wenn es herunterkommt zu uns auf die Erde, in der heiligen Christnacht. Christnacht. In der heiligen Christnacht hat sich schon vieles begeben. In der heiligen Christnacht ist in Bethlehem ein großes Wunder geschehen. In der heiligen Christnacht ist uns der Heiland geboren. In der heiligen Christnacht will jeder das Christkind spüren. Heilige Nacht, ich gehe festen Schrittes der heiligen Nacht entgegen. Der Schnee ist tief, der Himmel ist klar. Ich sehe das Tageslicht versiegen, ich sehe die Dämmerung entstehen. Ich gehe frohen Schrittes dem göttlichen Kinde zu, dem Jesuskind. Christnettengang. Mondhell, sternenklar und klirrend kalt, die hellen Winternächte im Advent. Tausende Lichtlein glitzern und funkeln, wie kleine Diamanten im Schnee. Schimmerndes Mondlicht und leuchtende Sterne. Brennende Kerzenlaternen, schmale, tief verschneite Steige über steile Wiesenanger. Schneebedeckte Wege durch alte, tiefe Fichtenwälder. Einsame Berghöfe plätschernder Mühlbach. Der weite Mitternachts-Christmettengang hinunter ins Tal. Gebete, dann erst das feierliche Hochamt. Bläsermusik, Chorgesang. Kerzenbeleuchtete Kirche, eindrucksvoll, tief berührend. Und im alten Krippal vor dem Altar liegt wie vor 100 Jahren das Christkindlein. Und um mich ist Weihnacht. Svitna, orate, orate, Celi de Supra, die zum Licht hinführende heilige Frühmorgenmesse im Advent. Der langen Nacht folgt ein kurzer Tag, der Finsternis folgt ein neues Licht. So gehe ich in den Morgen, die Kirchenglocken läuten. Rorate, Christmettengang. Jetzt gehe ich durch den langen Graben und höre zum ersten Mal noch leise vom Kirchturm her das Weihnachtsweisen blasen. Jetzt bin ich in der Kirche drinnen und sehe das alte Krippel, und um mich ist Weihnacht.